Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn, wollte ich schon schauen. Zu Phasis, sagen, zu Phasis Frontier natürlich mit Rom. Aber es lohnt sich auch bei Kingdoms Reborn in meine Videos mal reinzugucken. Auch ein Aufbaustrategie-Game. So, hier benötigt eine Baustelle Ressourcen. Aber welche benötigt denn? Mir wird leider nicht angezeigt, welche Baustelle Ressourcen benötigt. Keine zum Abbau abgewählt. Wahrscheinlich fehlt mir Stein, richtig. Wir haben leider auch keinen Stein mehr. Das ist mein großes Problem. Ah ne, hier, die Bäume wollte ich gar nicht. Aber wir haben keinen, ich habe nirgendwo mehr Stein. Da gibt es noch Steine, okay, perfekt. Dann müssen wir da hinten uns mal um die Steine noch kümmern. Wir haben hier das Arbeitscamp. Das soll hier mal ein bisschen die Steine vor allem abbauen. Steuern wurden wieder eingenommen. Hervorragend. Leider ist einiges verdorben worden. Haben wir da nicht irgendein... Warte mal, da gab es doch jetzt ein neues Gebäude. Hier, Konservierungsstätte. Habe ich das jetzt schon gebaut? Die Konservierungsstätte wollte ich doch, glaube ich... Hier ist sie. Konservierungsstätte, die werden wir mal priorisieren. Achso, dafür brauche ich Backsteine. Richtig, wie produzieren wir Backsteine? Hier ist der Glasmacher. Ziegelei. Da brauchen wir Ton und Kohle. Das heißt, das packen wir mal in unser Industrieviertel hier oben hin. Bauen wir mal hier die Ziegelei. Dann hätte ich gern, dass hier kein Ton mehr in Zukunft gelagert wird, bitte. Ah ne, Ton wird ja sowieso hier unten gelagert. Habe ich da so einen neuen Stapelplatz auch gebaut? Hier im Norden? Ne, Brennholz nur. Brennholz läuft aber auch schon wieder gut. Hier warte ich ja auf die... Achso, Händler, wartet mal. Ja, nee, noch haben wir keinen Frühling, aber bald. Es fehlt ein Stapelplatz, richtig? Denn der wird wahrscheinlich auch immer schneller voller. Das heißt, wir bauen hier oben noch einen Stapelplatz als Lager. Stapelplatzlager, bitte. Hier ist die... Seifensiederei, da können wir mal noch mehr Leute einstellen. Plünderer sind gesichtet worden. Sehr weit im Westen, bei unseren Jägern. Sie kommen aus dem Westen. Meine Jäger sollen sich auf jeden Fall zurückziehen, hinter den Wall. So. Der Wall ist ja dicht, der Limes. Aber... Die können jetzt einfach durchs Tor laufen, die Plünderer, oder? Ist natürlich richtig ungünstig. Was bringt mir denn der Wall, wenn es kein Tor ist, was ich schließen kann? Kann ich das langfristig noch besser bauen? Ein befestigtes Tor. Ja, wieso habe ich denn kein befestigtes... Wieso habe ich kein befestigtes Tor gebaut, Leute? Was ist da los? Durch Tor blockiert. Hä? Ernsthaft? Ich muss dieses Tor erst abreißen, dass ich dann... Oh, okay. Gut. Das bedeutet, wir müssen mal kurz alle Jäger irgendwie versammeln. Das ist die hier. Die haben ja alle Waffen, nämlich. Die sollen sich alle mal hier sammeln. Ach, die können nicht durchlaufen. Ach so, wirklich, das schließt sich. Okay. Auch so ein normales Holztor. Dann werden wir das mal beobachten. Bisschen langsamer, bitte. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Aber wir haben doch noch mehr Jäger. Die ist hier draußen und wir haben hier noch einen Fraxa, der ist auch hier draußen. Hä? Habe ich jemanden vergessen? Ne, die ist da. Okay, dann haben wir doch jetzt vier Leute, oder? Sammeln wir mal hier unseren kleinen Jägertrupp. Ja, Türme. Ich habe hier hinten mal einen Turm gebaut gehabt. Wo ist der? Der soll meinen Handelsposten schützen, der Turm. Hier ist der Turm. Beim letzten Mal haben sie nämlich dort aus der Richtung angegriffen und der soll auf jeden Fall meinen Handelsposten schützen. Und ich habe einen neuen Turm hier gebaut, in der Nähe meines Hauptplatzes. Ich will halt nicht so viel Geld ausgeben, aber aktuell verdienen wir scheinbar... Ach klar, durch die Herstellung verdienen wir gerade richtig viel Gold. So, jetzt bin ich mal gespannt. Schaut mal, die schießen schon auf sie. So. Ja, es schließt sich tatsächlich.
Es schließt sich tatsächlich. Perfekt. Wir können die hier alle aus der Ferne abschießen und töten. Hallo, greift sie an? Wieso laufen eigentlich meine Jäger bitte alle hier weg? Wieso läuft die weg? Hallo? Nicht zurückziehen. Du hast doch Pfeil und Bogen. Greif an. Fraxa schießt auch noch. Hä? Stopp, wo sind die jetzt hier reinge... LOL. Die können da wirklich durchmarschieren. Oh, der Wall ist nicht dicht. Kriegen wir diesen Wall hier überhaupt jemals dicht? Ich kann ja nicht über den Berg bauen. Oh Mann. Das ist ja natürlich richtig blöd jetzt hier. Wie mache ich denn das jetzt hier dicht? Ist das dann so dicht? Langfristig? Irgendwie muss ich das jetzt hier noch ein bisschen abdichten. Aber das, glaube ich, wird nichts so richtig. Sicherheitshalber muss ich wahrscheinlich hier einfach dann nochmal... Tötet mal den. Meine Jäger könnten jetzt natürlich sterben hier. Ja, die fliehen aber schon, die Feiglinge. Die fliehen schon. Wir kriegen den Trupp gut abgewehrt. Unsere Jäger machen das. Perfekt. Wird das hier eigentlich repariert? Automatisch? Ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles hier wieder im Griff. Hoffe ich jedenfalls. Oh, shit. Jetzt kommen aber wieder Plünderer. 17 Plünderer wurden jetzt gesichtet. Eieiei. Ja, ich brauche jetzt dringend dieses Soldatengebäude. Die Kaserne. Es wird Zeit, dass wir die Kaserne bauen. Bauen wir die hier in unser Industrieviertel rein? Die wollen natürlich langfristig, wollen sie hier hin, aber... Weiß es nicht. Ich könnte natürlich die Schatzkammer hier hinterbauen. Langfristig. Denn dann wollen sie ja alle zum Gold. Wisst ihr? Und dann baue ich hier beim Wall meine Kaserne hin. Ich glaube, so ist noch eine Kaserne langfristig gut. Ja, die Türme an Toren sind natürlich auch eine gute Sache. Ich will aber gerne jetzt auch eine Kaserne haben. Gut, das wird es natürlich jetzt noch nicht reichen. Ich werde jetzt ja nicht so schnell einen Turm bauen können. Wo sind meine Jäger? Ich brauche wieder alle Jäger hier. Die sind leider auch verletzt. Ich meine, die ist 59. Die alte Dame. Warte mal, wir hatten noch hier einen alten Jäger. Wo ist der? Oder die Frau? Hier. Und wir haben noch Wächter. Die Wächter kann ich doch auch holen aus unseren Türmen, oder? Ja, die haben auch Waffen. Perfekt. Sehr schön. Leider kann man die noch nicht besser steuern. Hier. Emma. Alle mal hierher kommen. Dann habe ich ja hier auch einen Turm gebaut. Oh! Da fehlt noch jemand. So. Und ich habe doch, glaube ich, im Süden noch einen Turm irgendwo. Oder habe ich den doch nicht gebaut? Wollte ich nicht hier noch einen weiteren Turm haben? Ich habe nur zwei Türme scheinbar. Na gut. Stopp, Gebäude wird angegriffen. Ach, die greifen hier drüben an. Okay. Die werden da wahrscheinlich jetzt schnell durchstoßen. Wahrscheinlich macht es doch mehr Sinn, dass wir uns jetzt gleich zurückziehen hier. Weil die brechen jetzt natürlich hier durch. Lauf mal weg.
Wer ist denn der Typ? Ach, das ist Strategiehamster. Der hat leider keine Waffe, der muss sich zurückziehen. Ja, wir sollten uns jetzt hier nicht in den Tod werfen. Wenn die alle keine Waffen haben. Ah doch, Winner hat eine Waffe. Die wirft sich hier tapfer denen entgegen. Aber dabei könnten natürlich ein paar sterben. Wir könnten uns auch vielleicht mal ein bisschen zurückziehen. Wo ist mein Turm? Ah, der ist sehr weit im Süden. Wir können die auf jeden Fall einigermaßen in Schach halten, aber dabei werden ein paar sterben. Vielleicht so ein paar. Vielleicht ein paar zu viele, fällt mir gerade auf. Zieht euch mal zurück, lieber. Rückzug. Rückzug. Das war, glaube ich, die erste Plünderung. Da ist nichts passiert. Da haben wir die Plünderer getötet. So. War das jetzt hier eigentlich das Tor? Weil dann können wir das ja gleich als Steintor nachbauen. Ungültige Platzierung? Wollt ihr mich ver... Ja, abreißen? Clear. Perfekt, danke. Haha. So, bauen wir ein Steintor hin. So, jetzt müsste hier der Turm nochmal hoffentlich ein bisschen was machen. Und die hier verteidigen. Schießt sie ab, schießt sie ab. Jawohl, die wurden alle niedergeschossen. Ein Gebäude steht in Flammen. Aber wir haben ja einen Brunnen in der Nähe. Löscht das Feuer bitte. Kriegt ihr das hin? Gibt es hier noch Angreifer irgendwo? Ja, einen einzelnen. Ich würde dieses Tor gerne entfernen. Und dann bauen wir hier gleich ein Steintor hin. So, wir gehen mal wieder zu unserer normalen Arbeit über. Heieieiei, okay, das war jetzt ein bisschen gefährlich. Der Limes hält natürlich nur kurze Zeit stand aus Holz. Wir brauchen dringend die Steinmauern. Die Toten werden weggeschafft. Und wir bauen hier unsere Kaserne langfristig jetzt mal auf. Zeit wird's. Das, unser Problem ist halt, wir haben keinen Stein mehr. Das ist unser Hauptproblem. Hier hinten haben wir noch Stein. Ja, okay, doch, da ist noch ein bisschen Stein. Das ist gut. Das ist gut. Ist schon Frühling? Ja, da ist schon ein Händler. Perfekt, was hat denn der? Ich kann ein bisschen was davon noch verkaufen. Ja, gut, der wird ein bisschen Ton kaufen, aber zu 4. Ah, komm, hauen wir mal weg. Kerzen habe ich immer noch keine. Wieso wurden immer noch keine Kerzen auf Lager produziert? So, für 11 Gold jetzt die Töpfer waren. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Ich werde mal vielleicht nur die Hälfte verkaufen. Bisschen was. Ich will jetzt nicht alles so verkaufen. Bier haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Okay, dann verkauft er uns Sachen. Aber immer noch nicht die richtigen. Wo? Ich brauche diese schweren Werkzeuge. Wieso kriege ich keinen Händler mehr mit schweren Werkzeugen? Was ist da los? Verkauft uns billige Schuhe. Da könnten wir mal ein paar einkaufen und vielleicht an einen anderen Händler verkaufen. Das würde ich tatsächlich mal machen. Kaufen und erstmal hier lagern. Die sind nämlich sehr günstig. Und wir könnten auch schon mal ein paar Backsteine kaufen. Hä? Ach ne, die will er. Ach, die will er ja kaufen. Wenn du den Stein zum Abbau freigibst
und den Wagen in der Nähe, da laufen die nicht wegen drei Steinen zum Lager, sondern zu dem Wagen. Der andere, was meinst du mit dem Wagen? Das würden sie auch nur verkaufen. Schade. Sonst haben sie nichts. Was ist mit dem nächsten? Kommt noch ein Händler? Ja, die Nahrung ist leider mal wieder super knapp. Unangenehm. Gibt es denn aktuell jetzt nicht eine Ernte oder so, die ansteht? Nee. Getreide kommt erst wieder und hier auch nicht. Das ist echt ungünstig, dass ich zu dem Zeitpunkt immer keine Ernteauflage habe. Aber habe ich nicht im Kornspeicher Getreide? Nee, auch da ist gerade kein Getreide drin. Hatte der Händler zufällig Nahrung? Nee, oder? Der hatte leider gar keine Nahrung, nur Kühe zu verkaufen. Handelsposten kann ich nicht verbessern aktuell. Das Arbeitercamp ist ja hier noch fleißig am Steine schlagen. Der Ochsenwagen, ja, kann ich den bewegen oder was? Nee, oder doch? Gebäude verschieben. Ach so. Das war mir nicht bewusst. Und den kannst du große Mengen transportieren. Du meinst, dass ich den jetzt in die Nähe von dem Stein hinstellen soll? Dass sie dann dort den Stein hinbringen? Das ist eine spannende These. Ha! Man lernt nie aus. Vielen Dank für den Hinweis. Dankeschön. Das war eine gute Idee. Der stand mir sowieso da immer im Weg rum. Ich dachte, dass der da fest platziert ist. Mein Fehler. Ja, es fehlen hier immer noch die Bretter. Es arbeitet aber auch gerade keiner an dem Theater. Und wir brauchen natürlich langfristig auch wieder jemand Heilkundigen. Den Bau werde ich wieder aktivieren. Ja, mein Dorf wurde geplündert. Ein Gebäude wurde zerstört? Achso, dieses Tor wahrscheinlich. Ein Dorfwohner getötet, das geht in Ordnung. Und die Plünderer haben wir in den Griff bekommen. Okay. Das hier ist jetzt auch nochmal wichtig, dass die hier nicht einfach reinlaufen können. Habe ich jetzt hier eigentlich noch irgendwo... Gut, hier ist noch nicht dicht. Das wäre auch mal wichtig, dass hier noch dicht gebaut wird. Ah, warte mal. Hier ist jetzt ein Tor. Ich weiß auch gar nicht, brauche ich das Tor überhaupt? Ich glaube nicht. Oder muss ich hier irgendwo raus als Tor? Ja gut, das würde schon Sinn machen. Wir bauen einfach ein Steintor hin. Ja, mal wieder sind die Nahrungsvorräte sehr knapp. Was transportiert der hier eigentlich? Das war der Händler, oder? Kann das sein? Es kam kein zweiter Händler, wie es ausschaut. Enttäuschend. Sehr enttäuschend. Wie läuft es mit der Sandproduktion? Oh, da wird da richtig wenig produziert. Brauche ich mal noch jemand Viertes? Ich habe nur 7 Arbeiter noch. Ah, okay. Brauchen wieder mehr Einwohner. Ist ein verstorbener Dorfbewohner. Der Wagen braucht aber auch lange, bis der da vorwärts kommt. Spannend, dieses Eck hier. Ja klar, wir haben zu wenig Arbeiter, dass die das hier irgendwie alles hinbekommen. Und was ist eigentlich hier? Wieso haben wir hier überall Wasser rumliegen? Weiß ich auch nicht genau. Honig haben wir hier auch überall. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren... So, ja, mir fehlen immer noch die Backsteine. Der Rübenkeller hier ist noch nicht gebaut worden. Korbwerkstatt. Aber hier habe ich doch noch einen Rübenkeller gebaut, genau. Der hat auf jeden Fall, so Rübenkeller haben wir jetzt genügend Platz. Was ich jetzt aber noch wollte, war Backstein. Und ich habe doch eine Ziegelei hier irgendwo schon gebaut. Oder ist die noch nicht fertig? Die ist noch nicht fertig. Ja klar, es fehlt Stein. Es fehlt Stein. Das ist mein Hauptproblem. Die Tore müssen halt eigentlich auch gebaut werden. Es ist so viel zu priorisieren. Ich sollte mal hier anklicken, was wir hier lagern. Eigentlich alles an Holz und Stein.
und sonst nichts. Fände ich gut. Das heißt, den Rest machen wir mal aus. Dass sie nicht auf die Idee kommen, das dort alles zu lagern. Nukolas, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. So. Unser Ziel ist auf jeden Fall, dass Rom noch größer wird und über 200 Einwohner erhält. So, jetzt machen wir das mal aus. Das ist eine gute Idee. Wir nutzen den jetzt hier als Ressourcentransporter. Der kann eh nicht so viel lagern. Dann will ich hier vor allem Stein und Holz einlagern, bitte. So. Perfekt, die arbeiten da jetzt alle fleißig. Ja, vor allem holen sie jetzt hier auch den Stein. Perfekt. Ja, das ist doch erstmal gut. Und es ist mal wieder absolut die Nahrung knapp. Warte mal, was ist mit meinen Händlern? Der hat gerade nicht viel zu sammeln. Packen wir mal den da runter. Da unten kann er mehr sammeln. Wir haben gleich echt keine Nahrung mehr. Und wir haben immer noch nur 3 Vieh. Das ist auch nicht so toll. Die Obstbäume brauchen leider auch noch ein bisschen länger. Kriegen die Jäger hier noch was gejagt? Ja, doch, es gibt wieder was. Perfekt. Doch, die sind hier noch alle fleißig am Jagen, auf jeden Fall. Das Übliche bei Fastest Frontier. Ja, ja, genau. So schaut's aus. Wir wollen hier noch im Stadtzentrum ein schönes römisches Theater bauen. Wenn schon, denn schon. Unsere 2 Schulen laufen auch solide. Die Leute werden alle ausgebildet. Wir produzieren immer noch keine Werkzeuge und wir können auch immer noch kein schweres Werkzeug produzieren, weil uns ein schweres Werkzeug fehlt für den Bau der Schmiede. Aber wir produzieren Gold, denn wir haben ja hier Golderz. Wie viel haben wir denn da eigentlich? Oh, 2000, das ist ja richtig genial. Das ist ja mal richtig genial. Wir haben auf jeden Fall genügend Häuser gebaut mit den Siedlungen und hier können ja auch immer noch welche gebaut werden. Das fast keine Nahrungssound hat Potenzial, den Among Us Sound abzulösen. Ja, das ist auch wieder wahr. Aber bis jetzt ist noch niemand an Hunger gestorben bei mir, ne? Also noch lief alles gut. Genau. Eigentlich hatte ich auch nur am Anfang Probleme, aber jetzt... Es ist teilweise sehr knapp immer. Ich weiß aber auch nicht. Wir haben ja eigentlich Nahrung aktuell, aber jetzt nur noch einen Monat. Hier müssen wir mal wieder ein bisschen schneller Nahrung einfahren. Ich meine, wir sind jetzt halt schon im Herbst. Was ist denn mit der Ernte? Das Getreide ist da ja hoffentlich eingefahren worden. Oh, der Kornspeicher ist sogar übervoll. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Kornspeicher. Wir brauchen einen Kornspeicher. Das Problem ist, die Mühle ist hier. Die Frage ist, lohnt sich eine zweite Mühle? Wir haben jetzt schon 2 Felder, die auch Getreide, also insgesamt 4 Felder, die Getreide auch mal haben. Ich könnte noch einen Kornspeicher hier bauen und dann die Mühle hier oben noch hin platzieren. Dann müssen die nicht so weit alles transportieren. Ich glaube, das ist noch eine gute Idee. Wir bauen mal hier jetzt noch einen Kornspeicher hin. Und dann noch eine Mühle, bitte. Die kommt hier oben noch dazu. Eine Mühle. Können wir noch ein bisschen mehr Mehl vielleicht langfristig auch mahlen. Wir haben ja, stimmt, wir haben ja auch nur einen Bäcker hier. Ein zweiter Bäcker hier im Süden wäre auch noch sinnvoll. Vielleicht kriegen wir das langfristig hin. Der würde ja auch die Attraktivität steigern. Also wir haben jetzt hier aktuell hier oben einen. Ne, der deckt so den Norden ab. Wir brauchen unbedingt hier eigentlich noch irgendwo einen. Ich habe aber nur keinen Platz. Theoretisch am besten hier, wo dieses Haus steht, könnte er den Süden abdecken. Heißt, wir sollten dieses Haus verlegen. Ah, nee, das ist dieses Heilkundehaus. Ja, das ist natürlich auch wichtig, verdammt. Und das hier kann ich gerade, die Heimstätte kann ich jetzt nicht abändern. Haben wir noch eine andere Idee für den Bäcker? Ah, schau mal, der würde auch, wartet mal. Hier ist er, ne? Ja, genau. Also, hier ist ein Bäcker. Könnten theoretisch hier noch einen bauen, dann wäre es halt eine Doppelproduktion. Weil weiter runter, oder wir bauen, aber, ja,
Der geht halt hier nur bis dorthin. Wenn wir jetzt hier runterbauen, dann würden wir halt den ganzen Radius auslassen. Oder wir bauen langfristig halt hier noch einen Bäcker. Und dann eben hier runter einen. Das könnten wir halt durchaus machen. Dass wir vielleicht hier unten noch einen zweiten Bäcker einfach etablieren. Der dann auch diese ganzen neuen Häuser gleich mit alle abdecken kann. Und auch die Attraktivität noch ein bisschen erhöht. Er muss natürlich sehr weit laufen, bis er zum Mehl kommt. Ich hoffe, dass er das irgendwie schafft. Das weiß ich auch nicht so im Detail, ob das klappt. Den Rest hier kann ich ja mit Gärten mal gegebenenfalls füllen. Bauen wir hier noch einen Bäcker. Und dann... ja, bräuchten wir einfach hier noch langfristig einen. Den plane ich nur mal ein, aber baue ihn noch nicht, sozusagen, oder lass ihn noch nicht bauen. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde den hier ausschalten. Ich mag aber das so, ich mag schon mal so einen Planungsmodus. Na? Länglich, bitte. Ich mag längliche Straßen. So. Perfekt. Weil langfristig möchte ich hier auch noch ein Wohnungsviertel bauen. So, im Norden hier, auf dem Hügel, da leben nur so ein paar die reichen Patrizier. Und wir haben unseren riesigen Friedhof, den ich viel zu groß gebaut habe, muss ich sagen. Aber gut. Ah, die Nahrung ist echt knapp. Wir bräuchten mehr... Das Problem ist, es kommen ja nur... Ich glaube, wenn ich mehr Nahrung hätte, würden auch mehr Einwohner kommen. Das ist auch eins meiner Hauptprobleme aktuell. Die Nahrung dann. Stein wäre wichtig. Was ist mit der Ziegelei? Oh komm, da fehlt noch ein Stein. Das schafft ihr doch jetzt noch. Dass diese Ziegelei mal loslegt. Stimmt, das Korn zählt nicht zur Nahrung. Ah ja, okay. Aber die Mühle muss ja erstmal hinterherkommen, das ganze Korn auch zu mahlen. Ah, stimmt, apropos. Bei der Mühle ist jetzt hier noch das Problem, dann, wenn ich eine zweite Mühle baue. Da werde ich den Bau auch erstmal deaktivieren. Ich brauche ja noch ein Werkzeug, ein schweres Werkzeug. Das muss ich immer noch einkaufen und das ist ja erstmal für meine Schmiede wichtig. Ja, der Kornspeicher ist voll. Der muss aber dringend gebaut werden, der zweite Kornspeicher, weil sonst kann ich ja die Ernte nicht einfahren. Also ich finde, das Spiel lässt sich schon sehr schön spielen, aber es fehlt noch ein bisschen was. Sowas wie eine Steinmine oder so, die fehlt zum Beispiel noch, so ein paar Sachen. Also das ist doch noch Luft nach oben, aber man kann es schon wunderbar spielen tatsächlich. Ja, eine temporäre Unterkunft bei den Feldern. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo auch eine temporäre... Ich habe hier eine temporäre Unterkunft, aber da sind keine Leute drin. Also die Belegung ist gleich null. Jetzt ist mal wieder eine da. Achso, das wird immer mal wieder ein bisschen genutzt. Also ich habe eine hier bei den Feldern. Und hier habe ich ja gleich meine Häuser, deswegen habe ich keine gebaut. Schon wieder jemand an gebrochenen Knochen erkrankt. Bergarbeiter. Der hat sich verletzt. Ist in dem 16. Jahr, meine Damen und Herren. Und ein Nutztier wurde geboren. Yay! Wir haben ein viertes Vieh. Sehr gut. Exzellent. Was ist denn mit dem Obstsammler? Die Bäume brauchen echt lange, bis die da loslegen. Neujahr, der Rest ist egal. Neuer Dorfwohner geboren. Hat die Dorfwohnerzahl könnte ruhig ein bisschen schneller wieder steigen. Logistik und Lagersysteme mit Priorisierung. Ja, das wäre auch cool, wenn das käme, Nikolas. Jährliche Steuern. Ja, Geld haben wir wieder. Apropos, vielleicht sollte ich schon mal... Es ist ja bald wieder der Frühling. Wir werden wieder ein bisschen Gold mal dahin transportieren zum Handelsposten, dass wir da aus den Vollen schöpfen können. Wie sieht es mit dem Theater aus? Da fehlen nur noch die Bretter. Aber klar, ich habe nicht so viel Bauarbeiter. Und auch unsere wichtigen Wege wurden nicht gebaut, weil wir keinen Stein haben. Hier fehlt auch noch immer ein Stein. Warte mal, ich brauche jetzt... Wo habe ich dieses Arbeitercamp? Ist hier noch Stein? Irgendwo hier war doch noch Stein, oder?
Warte mal. Kann ich hier? Nee. Ach, da liegt nur Stein. Ich dachte schon, da wäre jetzt... Ich könnte irgendwie... Aber ich kann ja keinen Stein abbauen. Ich... nee, mein Fehler. Aber hier drüben war doch noch Stein. Richtig? Der abgebaut werden soll. Es ist aber nicht viel Stein. Da hinten ist noch ein bisschen Stein. Hier ist mal 12 Stein. Ja, aber die bauen wenigstens Stein ab. Ordentlich. So. Wie es sich gehört. Und für die Soldatenunterkunft, da fehlt auch Stein. Also wenn mal ein Händler kommt, vielleicht kaufen wir echt mal... Oh, da ist ein Händler. Ein bisschen Stein ein. Das wäre ja auch mal was. Wir könnten Felle verkaufen, aber ich habe leider kaum welche. Ah, die Schuhe. Oh mein Gott, da können wir richtig Geld verdienen, Leute. 867. Nett. Nehme ich. Sand. Ah, der kauft aber nur sehr billig Sand. Bretter will ich nicht verkaufen. Medizinische Wurzeln habe ich keine. Und ansonsten verkauft er Töpferwaren, Bier, Mehl. Billiges Mehl. Ja. Wenn ich jetzt eh einen zweiten Bäcker baue. Backsteine. Bräuchte ich für das eine Gebäude, glaube ich. Aber das ist ziemlich teuer, die zu kaufen. Bohnen. Ich würde sagen, wir kaufen mal ein paar Bohnen, dass wir ein bisschen mehr Nahrung haben. Machen wir das mal gleich. Kräuter brauche ich auch wieder. Und die sind sehr günstig. Da werde ich auch wieder ein paar kaufen. Aber schon wieder kein schweres Werkzeug dabei. Das kann nicht wahr sein. Und das Mehl ist so günstig, das würde ich gerne auch ein bisschen einkaufen. Kaufen und transportieren. So. Günstiges Mehl hat schon was. Ansonsten viel mehr Schuhe will ich ihm jetzt eigentlich auch nicht verkaufen. Ach, es gibt einen zweiten Händler, den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Was hat denn der... Oh ja, oh ja, ja, Leute, endlich. Es ist leider super teuer, aber wir können schweres Werkzeug kaufen. Sehr gut. Ich würde sagen, wir kaufen sogar gleich zwei davon. Es ist leider super teuer, was machen wir? Hey, Never! Dankeschön, dankeschön. Ja, ich würde sagen, den weiteren Handelteil, den machen wir dann mal in der nächsten YouTube-Folge. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, Valete.